Hä? Ach, das ist kaputt gegangen, glaube ich. Das kann ja nur kaputt sein, wenn es nicht mehr da ist. Das habe ich, glaube ich, das habe ich gar nicht gesehen. Das habe ich gar nicht realisiert. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Subnautica. Wir sind unterwegs zur Base Nummer 2 mit der Mission, den Bau der Plattform für die Neptun-Rakete voranzubringen. Und wir brauchen da aus der Base Nummer 2 die Fahrzeugstation, die mobile. Ich hoffe mal, dass die da ist, dass ich die da irgendwo im Schrank hatte. Ich bin mir gerade nämlich nicht sicher. Es kann auch sein, dass ich die woanders gebunkert habe. Ich hoffe mal, ich finde die da jetzt, sonst ist das ganz schön peinlich. Da habe ich die im Zyklopen irgendwo noch. Habe ich die vielleicht im Krebsanzug untergebracht? Da habe ich die dabei. Nee. Das wäre es jetzt auch. Das wäre es jetzt gewesen, ey. Nee, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich hoffe, ich habe sie da in Base Nummer 2. Aber warum sollte ich sie auch in Base Nummer 2 lagern? Hoffentlich habe ich sie jetzt in der Lost River Base nicht übersehen. Das wäre auch lustig. Das wäre sehr, sehr lustig, meine lieben Freunde. Das wäre so richtig lustig. Aber es wäre auch typisch. So, wir sind gleich da. Wir haben es gleich geschafft. Dauert nicht mehr lange. Wieso höre ich denn hier in diesem friedlichen Biom? Ups, Entschuldigung. Ich war blind. Wieso höre ich denn in diesem friedlichen Biom diese Reaper so krass? Verstehe ich nicht. Normal hat man die doch hier gar nicht gehört eigentlich. Schon seltsam irgendwie. Es scheint auch, vielleicht haben sie die mit dem Update nochmal ein bisschen intensiviert, wie häufig die vorkommen. Weil es vielleicht ein bisschen zu wenig war. Bei mir kam es auch eigentlich ein bisschen wenig vor, so insgesamt. An Reapern und an Gegnern, die halt richtig gefährlich sind. Ich habe das auch krasser in Erinnerung gehabt irgendwie. So, ich repariere gleich mal die Seemotte nochmal. Genau, so jetzt gucken wir mal. Ich hoffe, jetzt habe ich hier die Fahrzeugstation auch irgendwo drin. Hier nicht. Hier ist sie. Und ich kann sie natürlich nicht mitnehmen. Weil ich irgendwas habe, was zu viel ist. Was kann ich denn ablegen? Ein Medkit. Jetzt kann ich es mitnehmen, okay. Wunderschön. Wir bauen diese Plattform mal möglichst zentral auf, würde ich sagen. Ups. Mann. Wie ich immer gegen alles gegenfahre. Mann. Hat doch gerade repariert. Immer ist irgendwas im Weg hier. Wo ist die Motte? Ach da, über mir. Wie ich es mal wieder geschafft habe, unter der Motte auszusteigen, ist ein Phänomen, das kann man nicht erklären. Das kann man nur faszinierend finden. So. Ich wollte sagen, die Plattform baue ich mal, das ist die Startrampe für die Rakete, die Neptun-Plattform, die baue ich mal möglichst zentral auf. Dass wir, wenn wir irgendwo irgendwelche exotischen Ressourcen hernehmen müssen, dass wir das dann, dass wir nicht so einen weiten Weg haben. Wenn ich den jetzt nämlich in dem einen Ende der Map aufbaue und dann aber ans andere Ende der Map hin muss, dann ist das irgendwie ein bisschen ungünstig. Sag mal, seit wann bewegen sich eigentlich die Tentakel von den Riffrücken so krass? Habt ihr das gerade gesehen? Ist mir vorher auch nie aufgefallen, dass die sich so krass bewegen. Das ist auch neu, glaube ich. Das gab es vorher nicht. Die waren, glaube ich, vorher statisch gewesen. Oder ich habe nicht so drauf geachtet. Kann natürlich auch sein, dass ich das einfach nur nicht gesehen habe. Man weiß es nicht. So, meine lieben Freunde. Heute müsste eigentlich theoretisch auch Montag sein. Das heißt, wenn alles gut gelaufen ist, dann habe ich heute den Vorabzugang zur finalen Release-Version von Subnautica bekommen. Das heißt, schaut mal auf meine Kanalstartseite vorbei. Es könnte sein, dass da schon ein Livestream vielleicht angekündigt wurde für den Abend oder für den späten Nachmittag, wo es dann darum geht, das neue Release dann zu testen quasi. Und ja, dann könnte es sein, dass wir das dann schon spielen. Wenn das nicht der Fall sein sollte, kommt dann wahrscheinlich morgen, also am Dienstag, dann eine Spezialfolge, in der wir uns dann das Update auf jeden Fall angucken. Müssen wir mal schauen, ob ich den Livestream schaffe oder nicht, weiß ich halt nicht genau.
Weil ich nehme das jetzt hier im Voraus auf, am 18.01. Und ich weiß weder, ob ich den Key bekommen habe zu dem Zeitpunkt, noch weiß ich, ob ich Zeit habe für den Livestream, weil ich auch noch einen Arzttermin habe am Montag. Und ja, also müssen wir mal gucken, wie es läuft. Aber ich würde das schon gerne versuchen einzurichten. Also ich werde alles Mögliche in Bewegung setzen, dass wir das dann auch angucken können heute. Oder morgen, wie gesagt. Und das hier ist jetzt quasi nochmal so eine vorbereitende Folge. Eventuell kommen auch dann zwei Folgen. Ich weiß es nicht mehr genau. Müssen wir mal alles schauen, ne? Wie gesagt, ich weiß es nicht. So, jetzt müssen wir natürlich erstmal ein paar Sachen wieder ablegen. Ich leg mal das ganze Titan ab. So, jetzt brauchen wir für die Plattform. Genau, Computerchip und zwei Titanbarren. So, das müsste schon alles sein, oder? Genau, und viermal Blei. Dann baue ich das jetzt mal hier auf, in der Gegend. Moment. Nach unten. In der Gegend bauen wir das jetzt mal auf. So, ich schwimme mal nach oben. Vielleicht mit dem Gleiter, geht ein bisschen schneller. Das mit dem Licht hier, das so durch die Wasseroberfläche so krass durchscheint, das ist aber auch anders. Das war vorher auch nicht so. Das Wasser sieht irgendwie auch ein bisschen anders aus. Schon einiges sich wieder verändert seit dem letzten Patch. Okay. Dann machen wir das mal. Neptun-Rakete. Neptun-Startplattform. So, jetzt Daumen drücken. Hoffen wir mal, das klappt jetzt. Nicht, dass jetzt die Ressourcen wieder weg sind. Das wäre irgendwie doof. Ja, hallo? Bauen? Okay, ich glaube, ich muss da wirklich warten, bis das Update rausgekommen ist. Weil, ja, das ist ja hier, ne? Das ist ja hier nix. Die machen ja nix. Aber warum zieht er mir denn auch die Ressourcen ab, wenn ich das gar nicht bauen kann? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Warum macht er das? Das ist so gemein. So gemein. Ja, toll. Jetzt habe ich das ganze Blei verloren. Den Stahlbarren hier, die zwei Titanbarren und den Computerchip. Ah, Mann. Ich hätte auch vorher mal speichern sollen. Hätte ich laden können. Na toll. Na toll. Na toll. Na gut. Einen Stahlbarren, also beziehungsweise einen Titanbarren kann ich ja jetzt noch machen. Ich habe ja noch genug Titan. Da muss ich jetzt halt mal gucken, dass ich die Ressourcen wieder herstelle. Sollte das dann nach dem Release-Update auch nicht gehen, dann ist, glaube ich, mein Spielstand einfach korrupt oder so. Einmal Blei haben wir noch. Dann nehmen wir mal das Titan hier raus. Das ganze andere Spezialzeug packen wir mal hier rein. So. Müssen wir mal schauen. Also ich muss da nochmal ein bisschen rumprobieren, glaube ich. Notfalls muss ich auch versuchen, offscreen noch ein bisschen was zurechtzuzimmern. Wollte ich denn jetzt? Ja, ich wollte nochmal Wrackteile suchen eigentlich. Habe ich genug Platz dafür? Ja. Machen wir das doch mal. Suchen wir mal ein paar Wrackteilchen. Suchen wir mal Teilchen. Bauen wir jetzt. Ah, Blei müsste ich eigentlich noch genug haben. Meine ich jetzt. Mich zu erinnern, dass ich eigentlich genug Blei habe. So, hier ist schon mal ein Teilchen. Da ist noch ein Teilchen. So, dann haben wir hier bestimmt auch noch mehr Teilchen in der Gegend. Brauchen viel mehr Teilchen. Hier ist bestimmt auch noch ein Teilchen. Jawohl. Titanteilchen. Sieht's denn aus? Zwei von den Dingern kann ich noch tragen. Von den Schrottteilen. Da ist noch eins. Genau. Und noch eins, noch eins, noch eins. Irgendwo, irgendwie. Komm, eins noch. Eins brauche ich noch. Was ist denn das da? Oh. Ah, ja, ich weiß, was das ist. Wuhu! Das sah so anders aus. Aber ist auch schon wieder lange her. Was? Wieso kann ich das nicht nehmen? Weil mir ein Slot fehlt. Ich bin aber auch so schlau, dass ich die Schubkanone nicht einfach auch mal weglege. Die auch so wahnsinnig viel Platz wegnimmt. Oder die Fahrzeugstation, die mobile. Wenn ich die weglegen würde, könnte ich viel mehr mitnehmen. Egal. Egal, egal, egal.
So, ich gucke jetzt nochmal nach. Habe ich jetzt noch genug... Habe ich jetzt noch genug Blei eigentlich? Mal gucken. Blei, Blei, Blei. Kysonit brauchen wir auch nochmal. Okay, mir fehlt einmal Blei. Ich habe nur 3 Blei. Und Kyanit, da brauchen wir noch eine Einheit. Wir brauchen insgesamt 4 davon. Hier ist nochmal Dings drin. Aber hatte ich jetzt einen Plastahlbarren verkraftet eigentlich? Ich weiß es gerade gar nicht. Ne, 2 Titanbarren habe ich verkraftet. Okay. Und einen Computerchip. So, Titan. Genau, Titan, Titan. Wir müssen jetzt erstmal ganz viel Titan herstellen. Dann baue ich nochmal Kupfer für einen Chip. Genau, jetzt nochmal einen Barren herstellen. So, dann haben wir die 2 Barren schon mal ersetzt. Genau. Dann brauchen wir wieder Blei und nochmal einen Computerchip und dann haben wir es. Rein mit den Barren. So. Einen Computerchip. Das heißt, wir brauchen eine Tischkorallenprobe. Und Gold. Glaube ich. Tischkorallen und Gold. Einmal. Ist hier Gold drin zufällig? Silber, verdammt. Aber Silber brauche ich für den Kabelsatz. Das ist schon gar nicht schlecht. Ist hier zufällig Gold drin? Blei, das ist gut. Damit haben wir das Blei auch schon mal ersetzt komplett. Und jetzt brauchen wir noch Tischkorallen und Gold. Erstmal die Tischkorallen. Da muss ich ja nur hier hin. Hier irgendwo in den Shallows. Moment, hier sind keine Shallows mehr. Moment. Ich desorientiere mich, glaube ich, gerade schon wieder so ein bisschen. Was sind denn hier Tischkorallen? Müssten hier nicht eigentlich Tischkorallen noch sein irgendwo? Oder habe ich die hier alle schon getötet? Kann nicht sein. Wo sind sie? Verdammten Korallen, ey. Ich finde keine. Ich sehe keine, ich finde keine. Ja, vielleicht nicht unbedingt hier rein. Ich will jetzt gerade nicht gesprengt werden, habe ich gerade keine Lust drauf. Wo sind denn jetzt die Tischkorallenproben hier, die wir hier nehmen können? Wo sind die? Wo sind die? Das sind keine hier, ne? Nee. Komm schon. Ich brauche nur eine Koralle. Nur eine einzige. Muss doch irgendwo... Muss doch irgendwo mal eine wachsen hier. Irgendwo. Hier? Ja! Da ist eine. Hey, wo ist mein Messer? Hä? Sag jetzt nicht, ich habe mein Messer weggelegt. Wie habe ich denn jetzt wieder mein Messer weggelegt? Ach Mann. Jetzt kann ich das nicht abschneiden. Mann. Wo habe ich denn mein Messer jetzt wieder hingepackt? Bin ich blind? Nee, das habe ich weggelegt irgendwie. Das habe ich in irgendeinen Schrank gepackt. Wahrscheinlich hat es kurz gehakt und ich habe einmal zu viel geklickt und habe es nicht gesehen. Wäre ja nicht das erste Mal, dass mir sowas passiert. So, Moment. Rein hier. Muss ich mal gucken. Wo habe ich jetzt mein Messer hingelegt? Die Suche nach dem Messer. Hä? Ach, das ist kaputt gegangen, glaube ich. Das kann ja nur kaputt sein, wenn es nicht mehr da ist. Das habe ich, glaube ich, das habe ich gar nicht gesehen. Das habe ich gar nicht realisiert. Okay, Ausrüstung. Moment, was brauche ich denn für so ein Messer? Silikongummi und Titan. Wenn ich jetzt keinen Silikongummi habe, ne? Dann müsste ich mir welches machen. Irgendwo hier war doch noch was. Irgendwo war doch noch Gummi. Ich hatte doch noch irgendwo was. Hier.
So. Okay. Ich weiß, jetzt werden einige sagen, mach dir doch so eine Thermalklinge. Aber ach, das finde ich irgendwie übertrieben. Ich weiß auch nicht. Das brauche ich irgendwie nicht so dringend. So, zurück zu den Tischkorallen. Bevor es so dunkel ist, dass ich die wieder nicht sehen kann. Die waren hier hinten irgendwo. Seek fluid intake. Ja, ja. Hey, die sagt das jetzt viel freundlicher. Seek fluid intake. Früher hat sie gesagt, seek fluid intake immediately. Und jetzt sagt sie, seek fluid intake. Ist auch lustig. So, wo waren jetzt die Korallenproben? Natürlich finde ich sie jetzt wieder nicht. Ah doch, nee, da sind sie. So, wir brauchen zwei Stück. Zwei. Ja. Ja. So, wunderbar. Haben wir. Haben wir, haben wir, haben wir. Jetzt brauche ich nur noch Gold. Jetzt wird es natürlich dunkel. Natürlich. Wenn ich Gold suche, wird es dunkel. Da könnte Gold drin sein. Blei. Blei ist auch gut. Jetzt nicht so dringend gebraucht wie Gold, aber ist auch gut. Silber ist auch gar nicht schlecht. Mal nochmal hier ein bisschen die Felsen absuchen. Irgendwo hier gibt es Gold. Da könnte Gold drin sein. Jawohl. Haben wir den Computerchip auch ersetzt? Ne, Moment mal, Kupfer fehlt noch, oder? Fehlt jetzt nicht noch Kupfer? Werde ich ja gleich sehen. Ja gut, wie gesagt, und dann, wenn wir das dann jetzt alles zusammen haben, was wir brauchen, könnte es sein, dass ich dann in der Spezialfolge, beziehungsweise wenn dann das Update raus ist, wo man dann die Rakete auch wirklich bauen kann, könnte es sein, dass ich das dann mache. Vielleicht muss ich dann nochmal ein bisschen was holen. Man weiß es nicht. Was fehlt denn jetzt hier? Ja, Kupfer. Ja, ja. Ja, 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 ja. Haben wir noch Kupfer? Haben wir noch? Erstmal das Blei ablegen. Dann nehme ich hier gleich nochmal was raus. Einmal Kupfer habe ich. Was? Zu wenig. Da brauche ich noch einmal. Ah, ne, hier. Okay, alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut. Batterien nehmen wir mal da raus aus dem Schrank. Die packen wir mal in den anderen. Hier zum Beispiel. So. Genau, jetzt können wir den Kupferdraht herstellen. Und dann den Chip. Genau. Und den Kabelsatz, den kann ich auch gleich machen. Wenn wir schon mal das Silber am Start haben, können wir das auch machen. So, jetzt muss ich schnell mal was essen. Essen und trinken. Nicht, dass ich das jetzt auch wieder vergesse. So, 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 so. Das wird eingepflanzt, das wird gegessen. Komm schon. So, reicht erstmal. Noch so eine Flucht. Eine Flucht obendrauf. Huch, hätte ich jetzt beinahe gesagt. So, die fertigen Elemente packt man wieder in den Bauschrank rein. Hier hinten. So, das, das. Genau, den Feuerlöscher nehmen wir mal da raus. Den packen wir auch mal hier drüben. Nein, so. Was fehlt jetzt noch an essentiellen Dingen? Ich gucke jetzt mal nach. Also wir haben zwei Titanbarren, Computerchip, Firma Blei. Wir haben einen Plastahlbarren, Computer, Kupferdraht. Ne, Moment, Kupferdraht haben wir gar nicht nochmal, oder? Ne, der fehlt noch, okay. Aber ich kann noch einmal herstellen, alles gut. Ja, Kupferdraht. Genau. Dann haben wir den auch. So. Dann fehlt jetzt noch... Also das haben wir komplett, das haben wir komplett. Dreimal Nickelerz haben wir, zweimal Aerogel, einen Kabelsatz, dann nochmal einen Plaststahlbarren, einen zweiten.
ich nochmal gucken. Was brauche ich jetzt nochmal für einen Plastallbarren? Wieder vergessen. Ein Titanbarren und zweimal Lithium. Stimmt. Dann machen wir den doch mal. Dann gehen wir mal hier runter und holen hier nochmal Lithium. Das machen wir jetzt noch hier in der Folge. So, Lithium, 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 Lithium. Ein bisschen Lithium wird gebraucht. Ein bisschen mehr Lithium. Hier könnte welches drin sein. Jawohl, da haben wir welches. Sehr schön. Dann brauchen wir noch eine Einheit. So, mal hier so ein bisschen die Wände absuchen. Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Wenn es so laut schreit, da sollte man Gas geben. Diese kleinen Knabberer, die sind auch hinter mir her. Die können aber keinen Schaden an mir machen, glaube ich. Das ist Magnetit, dieses knubbelige Ding. Oh, das ist aber auch schwer zu sehen, das Lithium teilweise. Okay, Gold haben wir hier. Wo ist nochmal Lithium? Einen Knubbel brauche ich noch. Da unten könnte noch was drin sein. Ach, Diamanten brauche ich nicht. Habe ich schon eine ganze Sammlung von. Ja, Lithium, sauber. Und jetzt wieder raus. Dann brauchen wir nur noch ein bisschen Titan, um noch einen Barren zu craften. Und diese Kuppel, die ich da gebaut habe, dieser Mehrzweckraum, der markiert mir jetzt immer hier schön den Ausgang. Da weiß ich immer, wo ich raus muss. So, mal gucken. Habe ich jetzt genug Titan, ist die Frage, um das jetzt sofort machen zu können. Vielleicht, wenn hier noch ein Titan drin ist, ein Titanknubbel. Ah, da ist natürlich Kupfer drin. Ich schaue erst mal nach. Ich schaue erst mal nach. Vielleicht habe ich genug. Mal gucken. Wo haben wir denn überall Titan drin? Ich kann mir das auch echt nicht merken, wo was drin ist. Ja, okay. Wir haben nicht genug Titan. Das war natürlich klar. Da muss ich noch einmal so ein Schrottteil finden. Ich schwimme jetzt mal da so nach rechts. Da sind wir jetzt noch gar nicht so gewesen, um Schrottteile zu finden. Ja, ich muss sagen, mit der neuen Batterie für den Seegleiter bin ich echt zufrieden. Also die hält echt super lang. Hält entscheidend länger. Sie hält entscheidend länger. Ah, da. So, kann ich noch eins davon nehmen? Ja, definitiv. Sollte ich auch tun. Da ist noch eins. Okay, das müsste eigentlich reichen. Für einen Titanbarren. Und dann können wir mit dem Lithium den Plastallbarren draus machen. Und dann haben wir auch noch ein weiteres Bauelement fertig zusammengefarmt. Jetzt ist halt nur die Frage, ich hoffe, es geht dann auch mit dem Update dann, dass ich das dann bauen kann. Da weiß ich dann nicht genau, wie ich dann vorgehe, wenn das nicht gehen sollte. Also wenn das dann auch nach dem Early Access Release Patch nicht geht. Daumen drücken, kann ich dann noch sagen an der Stelle. So. Genau, Barren. Und Barren. Jawohl. Gut, also ressourcenmäßig haben wir jetzt eigentlich die wichtigsten Sachen eigentlich am Start so. Genau, zwei Plastallbarren. Jetzt muss ich nochmal gucken. Wir brauchen nochmal einen Plastallbarren. Kristalliner Schwefel wird noch gebraucht. Wir brauchen mehr Kyanit. Wir brauchen Ionen-Energiezellen. Noch eine. Wir brauchen für das Cockpit auch noch einen Zyklopschildgenerator. Und auch nochmal einen Plastall. Also Plastall brauchen wir noch ganz viel. Ich gucke nochmal, was ich jetzt für den Schildgenerator brauche. Der Schwefel
Das Kyanit sind jetzt noch so die Sachen. Da muss ich, glaube ich, tatsächlich noch mal runter ins Vulkanbiom. Ich glaube, weiß jetzt nicht, ob es Schwefel so ohne weiteres hier oben irgendwo gab. Kann ich mich gerade nicht dran erinnern, ehrlich gesagt. So, für den Schildgenerator brauche ich Polyanilin und einen erweiterten Kabelsatz. Oh Gott, das ist auch gar nicht so einfach. Okay, also wir sehen, da sind noch einige Hürden zu nehmen. Die einfachsten Bauelemente haben wir jetzt allerdings schon. Ich glaube, da müssen wir noch mindestens eine Folge für farmen, glaube ich, bis wir das alles zusammen haben. An der Stelle ist jetzt aber diese Folge Subnautica tatsächlich zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Subnautica, dann höchstwahrscheinlich schon, wenn alles gut gelaufen ist, mit dem Release-Patch. Bis zur nächsten Folge Subnautica. Bis dann, ciao, ciao!